Hi, ich bin Nils, hinter der Kamera ist Yannick. Yannick freut sich, weil er eine S3 hat, mit der er heute filmen darf. Und ich freue mich, weil ich, wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, ein 35mm Sony 1.4 G-Master habe. Wir haben jetzt so ziemlich genau eine Stunde Zeit, ein bisschen dieses Objektiv anzugucken und auf Herz und Niere zu testen, sofern man das halt machen kann. Und genau das werden wir jetzt tun. Aber bevor wir jetzt loslegen, möchte ich vielleicht ganz kurz einmal alle Leute abholen, ob die jetzt mit Sony was zu tun haben oder nicht. Wir haben mittlerweile sage und schreibe 35 native Sony-Linsen für diese Vollformat-Kameras, was echt krass ist, weil ich kenne noch die Zeit, da hatten wir nur 5 und dafür sind wir schon echt weit gekommen, also von Weitwinkel bis Tele gibt es echt viel. So, selbst für uns als Foto Franz stellt sich dann immer die Frage, okay, was soll da eigentlich noch kommen? Wenn man im Fall, also wir haben so 2 Linsen auf dem Zettel gehabt, die vielleicht in naher Zukunft, das 35er war eins davon, weil 35mm gibt es 2 Stück. Einmal das Zeiss 35mm 1.4 und einmal das 35er 1.8, das kleine. Das Zeiss ist cool, aber es ist schon verhältnismäßig alt. Ich möchte es überhaupt nicht schlecht reden. Und das 1.8er ist von der Zielgruppe einfach, das geht mehr Richtung Low Budget, ist aber total geil. Aber es gibt jetzt nichts, was so dieses G-Master Level, das es ja jetzt echt, ja, Brennweite übergreifend echt gibt, was dieses Level hält. Ich hole mal meine Tasche, dann komme ich wieder. Also, ich habe es nicht angeguckt, meine First Reaction Sets. Uff, das ist voll klein. Ja. Erinnert es dich an ein anderes Objektiv? Ja. Yannick weiß schon viel mehr wie ich. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber 24mm 1.4, oder? Genau. Ist das dieselbe Größe? Also, jetzt mal ehrlich, ist das dieselbe Größe? Es ist minimal größer. Krass. Wir haben, also ich beschreibe mal, was ich sehe. Wir haben einen Blendering. Wir haben auch diesen Button, um mir irgendwelche Funktionen darauf zu legen. Autofokus, Manuelfokus. Vom Material, vom Finish. Das ist eigentlich, wenn du mir jetzt die Augen verbunden hättest, dann hättest du mir beide Linsen gegeben. Ich glaube, ich hätte ihn nicht auseinanderhalten können. 67er Filler-Durchmesser, was hat es, 24er? 67. Raffiniert! Ich finde die Gegenblende geil. Oh, 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 oh. Schneid aber raus, alles gut, alles gut. Gegenblende hat ja nicht diese Tulpe-Form wie normal, sondern... Geil. Sogar innen, guck mal. Sogar innen Samt. Perfekt. Stark. Also Yannick hat mir hier die Kombi gerichtet mit der A7, also mit der A7C. Ich hätte jetzt noch eine Frage an Yannick. Weißt du, was es kostet? Ich weiß, was es kostet, ja. Okay. Ich weiß nämlich nicht, was es kostet. Ich versuche gerade für mich, mal 85er G-Master, 24er G-Master. Also so, wenn ich jetzt nur mal so von meinem ersten Ding, ich glaube, dass sowas tendenziell gegen 2000 geht. Soll ich sagen? 1.7. 1.7? 1.7. 1.699 oder was? Ja. Okay, nicht so schlecht. Also für G-Master Serie, ich meine, ja, also klar, wir sprechen über viel Geld, aber okay. 1.699 für eigentliche 24er, was ein 35er ist, aber das ist ja nichts Schlechtes, weil ich glaube, wer 24er kennt, der weiß auch, was ein 24er kann, oder? Ja. Wir machen jetzt mal ein paar Bilder und ich will auch mal so ein bisschen gucken, was das Ding kann. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Kann ich jetzt nicht wahnsinnig viel sagen, aber also das, was ich sehe, sieht schon mal gut aus. Generell, ich möchte sowieso nicht derjenige sein, der sagt, das ist gut und das ist schlecht. Beurteilt es bitte selber. Also macht euch eine eigene Meinung. Ich bin nur dazu da, irgendwie Infos oder Mehrwert zu geben. Guck mal. Also 35 mm.
Ich weiß nicht, was so die Mindest- oder die durchschnittliche Mindest... Naheinstellgrenze. Naheinstellgrenze, danke. Ich werde auch schon älter. Scharf, scharf, scharf. Bis hier. Guck mal, also von Frontlinse. Ist das gerade mal so viel? Ja, nix sagt nix, aber... Ist gut, ist gut. Diese gut. Diese gut. Nee, weißt du, also so ich überlege, 35 mm ist auch so eigentlich ein typisches Ding für sämtliche Reportagesache, Hochzeitsfotografen und so weiter. Und wenn du Linse hast, die halt auch breit gefächert viel abdeckt und wo du jetzt auch mal was Close-Up-mäßiges machen kannst, so ein Pseudo-Makro, finde ich voll gut. Und weißt du, das ist jetzt Nerd-Talk, aber also sag auch, wenn du es nicht weißt, hat es auch diese XA-Elemente? Ja. Ah, okay. Also vielleicht sagt euch das nichts, aber diese, es gibt XA-Elemente, die wiederum einen Sinn haben, um bestimmte Flair-Sachen zu vermeiden. Zum Beispiel, wenn du Sterne fotografierst, was ja eine punktförmige Lichtquelle ist, dann werden die bei sehr vielen Objektiven nicht punktförmig dargestellt, sondern haben so eine leichte Ausfranzung. Ausfranzung, wenn man so sagen kann. Und bei XA-Linse... Oder bei Objektive mit XA-Linse passiert das nämlich nicht. Das 24er hat es, deswegen nur die Frage, okay. Hey, dann ist es eigentlich echte 24er in 35. Ja. Cool. Yes, wo wir gerade beim Nerd-Talk sind. Ja. Auch 11 Blendenlamellen, so mit kreisrunde Blende. Ist für viele auch wichtig, ja. Für Bokeh und so weiter. Ich weiß nicht, sieht man das? Pass auf, ich blende mal ab. Ja, warte mal. Sieht man ja. Ja, okay. 11 Blendelamelle, also selbst bei Blende 4, 5, 6. Also da steht stets eine runde Öffnung. Habe. Es gibt auch noch diesen Schalter hier, um die Blende klicken zu lassen oder komplett lautlos. Also, weißt du, was cool wäre? Wenn du auf Blende 1.4 Stelle könntest und dann die Blende locken. Finde ich also, auch eine geile Option. Ja, wenn du zum Beispiel das Zeug in den Rucksack packst und du holst dann wieder raus, hat es sich irgendwie verdreht um eine Drittelblende oder Zweitblende oder was weiß ich was. Und du checkst erst gar nicht, machst da Bilder und denkst so, hey, warum bin ich eigentlich Blende 4 unterwegs? Also, so, jetzt noch ein paar bokelisches Bilder. Also mit abgeblendet mal auf Blende, dann machen wir Blende 4. Wir sind angekommen am berühmten Bokeh-Baum. Janik, ich gebe dir einmal POV-mäßig diese Kamera. Jetzt seht ihr, was die Kamera sieht. Und du machst mal einfach ein paar Porträts. Nix wild. Auge, Autofokus, on point. Ich komme so nah wie möglich. Ist noch scharf? Ist noch scharf. Mega. Was bleibt mir noch zu sagen? Vielleicht abschließend zwei, drei Worte. Also solche moderne Linsen sind auf der einen Seite schon auch echt langweilig. Weil die machen halt alles richtig. Die sind granatemäßig scharf. Von dem, was ich jetzt beurteilen kann, so ein bisschen die Ecke. Bokeh sieht geil aus. Unschärf im Hintergrund. Schön weich, wie das Ding gebaut ist. Panzermäßig. Dabei ist aber auch noch leicht. Autofokus ist schnell. Auge für Video und so weiter. Also ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Am Ende des Tages, der Markt entscheidet, ob sowas ankommt oder nicht. Persönlich glaube ich, ja. Jetzt müssen wir es auch schon wieder abgeben. Ich hoffe, die Bilder waren ein bisschen aufschlussreich. Und ja, wenn ihr das mal live sehen wollt, kommt vorbei ins kalte Kehl. Und dann sehen wir uns mal persönlich.